So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engel, zu einem neuen Part Super Mario Party mit dem Zwergenfürst, mit dem Hammerbruder, mit Luigi, mit Jochenski und dem Bowser Junior, den ich gerade spiele. Heute Team Grün, wir haben alle irgendwie ein bisschen was Grünes an oder an unserem Körper. Ja, in dem Sinne, auf geht's in die Mario Party. Da haben wir jetzt noch, wenn ich richtig gucke, das hier offen, also das Werfling-Abenteuer und die Beat-Bühne. Da müssen wir noch ein paar Sterne freischalten. Der Toad hat uns was zu sagen. Du hast Partypunkte verdient. Die aktualisieren also das Toad-Tablet. Aha, alles klar. Was gibt's da? Neue Funktion, Rubrik Partypunkte zu Toad-Tablet hinzugefügt. Sieh dir mal an. Aha. Ah, okay, Toad-Tablet, da wollte ich noch was nachgucken. Die Juwelen. Ja, schön und gut. Die Juwelen wollten wir. Das Traumjuwel haben wir schon. Ein Juwel, das Beharrlichkeitsjuwel, das Freundschaftsjuwel. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich noch den Beatstern dort unten rechts. Den Beat, das Beatjuwel und links oben. Das wird wahrscheinlich das Rafting-Abenteuer sein. Ein Herzwurm. Naja, mal schauen. Gucken wir mal, ich würde auf jeden Fall in diesem Part mal versuchen, mich weiter durch die Beatbühne zu schlagen. Was hier vor sich geht, das weiß ich nicht, das ist mir gar nicht klar. Hier entsteht eine tolle Attraktion, wenn alle Mini-Spiele freigeschaltet hast. Okay, Monty Maulwurf hängt hier rum. Lucky Two, Kamek. Tja, schön, schön. Dann würde ich mal sagen, machen wir einfach erstmal aus dem Verdacht hinaus, dass es uns was bringt. Die Beatbühne. Oh. Ja gut. Dann hat sich das wohl geklärt. Dann wird es wohl in den Minispielen liegen, oder? Nein, ja auch nicht. Aber das Raft-Abenteuer müssen wir noch abschließen. Okay, Partnerparty haben wir. Da haben wir den Stern. Und hier bei der Mario-Party haben wir auch das Juwel. Dann machen wir erstmal das Juwel. Ach, das Sternchenförmige. Dann ist die Frage nur noch, wo das Herz Sternchen herkommt, das Herz zu wählen. Vielleicht von der neuen Herausforderung, die neue Attraktion, die dort hinten beim Tod lagert. Da müssen wir dann erstmal die Minispiele freischalten. Und dann paddeln wir heute mal ein bisschen. Versuchen wir den Stern mal zu bekommen. Eine Route haben wir schon freigeschaltet. Dann müssen wir jetzt noch die anderen freischalten, um den nächsten Stern zu bekommen. Also alle Wege freischalten. Das wird ein bisschen dauern, aber in diesem Part machen wir es mal. Wir fangen an. Versuchen schon ein bisschen den ersten und den zweiten Weg vielleicht freizuschalten. Schon mal der Weg in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, wie viele Parts das jetzt dauern wird, bis wir alles haben. Ich hoffe nicht zu viele. Da sehen wir schon den ersten, haben wir schon. Dann waren es nur noch vier. Ja. Das grüne Team muss hier mal ein bisschen mitmachen. Na gut.
Müssen wir mal gucken, dass wir auch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Dass doch nicht zu langweilig wird mit den vier Wegen. Und dass die nicht zu lange dauern. Minispiel. Die Minispiele bringen auf jeden Fall ein wenig Abwechslung mit rein. Okay, das Minispiel ist bekannt. Dann legen wir los. Alles klar. Ein bisschen Turbo treiben. Hier. Bowser Junior macht ganz wie wild. Und Joschinski. Wir brauchen die Luftballons. Alles klar. Toad ist oben gelandet. 37 haben wir schon. So, hier noch ein paar hinfangen. Luigi macht's ordentlich. Nein, ich hab's verkackt. Aber Joschinski holt's wieder auf. B-Rank haben wir. Sehr gut, plus 20. Vielleicht kriegen wir so noch den A-Rank. Und den S-Rank, naja. Das wird dann ein bisschen kniffliger. So, jetzt muss ich mich mal bemühen. Nicht zu viel Wind. A-Rank haben wir sicher. Sehr gut. 176 Luftballons. Ah, hat nur für den A-Rang gereicht. Alles klar. Trotzdem Spitzenklasse. Plus 30. Das ist sehr gut. Kann man mitleben. 75 Sekunden haben wir Zeit, zum nächsten Ballon zu kommen. Jo. Da unten ist er schon. Ja, hoffentlich weniger Zeit, dass es ein bisschen in die Zeit alle wird. Ist das nicht so toll? Da haben wir schon mal dran verloren, schon daran verkackt. Ah, das Spiel, alle im Eimer. Das ist cool. Einfach nur die Bälle weiterreichen, die Toad uns zuwirft. So, ich bin Bowser Junior. Ich habe die Basketbälle, sind es, glaube ich. Regen-Volleybälle. Was der Hammerbruder hat, weiß ich eigentlich gar nicht so sehr. Achso, welche Taste? Achso, nach unten. War mir nicht ganz klar. Tennisbälle sind das, glaube ich. Tennis und Volleyball, Fußball und Basketball. Na komm. 7 Uhr. Ach. Schlecht für einen schlechten A-Rank. Immerhin. Ich hab's auch ein bisschen verkackt, aber naja. Bälle sind halt nicht so mein Ding. Bin nicht so begabt in Ballsportarten. So, 500 Meter haben wir schon. Sehr gut. Und jetzt gibt's bald die nächste Wegentscheidung. Die erste. Da unten sehe ich sie schon. Wegentscheidung. Na komm, rechts lang. Ach, verdammt. Leute. Das kostet doch Zeit. Komm, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Nach links meine ich. Nach rechts, links Schwäche habe ich auch. Aha, Schmucksteinschlepper. Verstehe. Einfach nur bewegen. So, das ist der Weg. Der wird kein leichter sein. Wir bemühen uns trotzdem, die Steine irgendwie ans Ziel zu bringen. So, hier. Auf den schwierigen Pfad. Auha. Die Zeit. Ah. Puh. Das war knapp. Knappe Sache. Ach, mache ich jetzt alles. Die anderen tun nichts. Verstehe. So, super Teamleistung. Hab gerade eben kurz mal angehalten und versucht herauszufinden, ob die anderen auch mitlaufen. Ob die eigenständig was machen, aber ja, scheint mir nicht so. Ich glaube, wir müssen rechts lang. Rechts müssen wir lang. Wir können auch links lang, aber ich werde jetzt mal versuchen, den Weg nicht in der Mitte, also keinen Weg in der Mitte zu nehmen, sondern den rechts außen. Und dann arbeiten wir uns von rechts nach links vor. So der Plan.
Zeitbonus. Das ist gut. Arbeiten wir von uns von rechts nach links vor, dann haben wir links am Ende. Chip-Chip-Gefahr. Naja, das ist jetzt wahrscheinlich der schwierigste Weg, aber dann haben wir es schon. Mal schauen. So, den Chip-Chips ein bisschen ausweichen. Nach rechts, Leute, nach rechts, Leute. Nach links meine ich. Jetzt nach rechts. Links, nach links. Ach, verdammt, Leute. Das kostet Zeit. Und ausweichen und rein da. Sehr gut. Mauerlauf. Alles klar. Einfach wieder bewegen. Oha. Mit Bomben. Ach, jetzt bin ich der Hammerbruder. Ist ja cool. Jetzt bin ich Bowser Junior. Jetzt bin ich Luigi. Alles klar, ich muss also alle steuern. Na, wundervoll, Ski. So, Luigi. Du bringst den Joschinski. Joschinski sind angehört. Na komm, überbringen sie die Bombe. Und zack. Jetzt wird die Zeit zusammengezählt, oder was? Sternchen. Sternchenfeuerwerk. Und S-Rank. Oh, wow. Mein S-Rank. Das war ja nicht so schwer. Und da gibt es extra Zeit für. So. Jetzt mal gemeinsam paddeln. Nach rechts. Nach links. Ja, ganz schnell nach links. Zeit. Nach rechts. Wenn wir nach rechts wollen, muss das linke Team paddeln. Und wenn wir nach links wollen, muss das rechte Team paddeln. Das ist beim Paddeln so. 1500 Meter. Sehr gut. Na komm, den Ballon fangen. Wir brauchen Zeit. Naja, so dringend brauchen wir es nicht, aber wäre schon schön. Na komm. Wir wurden ein paar Mal von Cheep-Cheeps aufgehalten. Da können wir auch ein bisschen Zeit gebrauchen. So. Die Kristalle müssen wir hier reinbringen. Alles klar. So, ich bin nach wie vor Bowser Junior. So, rein damit. Der kommt da nicht lang, der Luigi. Ich wollte ihm gerade helfen. Ja, mach ihn mal auf. Mach auf. Dankeschön. Bleib da nicht stehen. Luigi, hol den letzten dahin. So, S-Rank. Sehr gut, haben wir es wieder geschafft. 40 Sekunden Bonus. Klasse. Das wird für die easy peasy, wenn man's peasy. Zeitbonus. Jetzt haben wir wieder 136. So dran vorbei. Den Cheep-Cheeps noch ein bisschen ausweichen. Ach, ja, da war ich jetzt ein bisschen unschuld. Na komm, mach mal Turbo. Ja, das war unbedenklich knapp. Ach, vorbei an dem Ballon. So, rechts lang. Heute mal rechts lang. Ganz, ganz rechts. Na komm, Leute, du willst mir doch nicht versauen. Und zack. So angeklatscht und weiter geht's auf dem rechten Pfad. Ja, heute mal. Nee, nicht heute, sondern in diesem Drift jetzt mal rechts außen. Ich vermute, dass wir heute zwei. Ja, eigentlich politisch gesehen rechts außen. Nein. Ich glaube nicht. Ich vermute aber, dass wir die zwei anderen im nächsten Part machen. Muss mal schauen, wie ich das einteile. Vielleicht mache ich auch einen Mega-Pass draus. Einfach mal alle vier Wege auf einmal. Mal schauen. Und wie ich es zeitlich hinfasse. Ich muss auch irgendwann mal aufhören. Ich habe auch andere Sachen zu erledigen. Also Ewigkeiten kann ich hier nicht spielen. Jung, Boomerang-Abschuss.
So wird gefeiert. Alles klar. So wird okay geklickt. Alles klärchen, mal Bärchen. Jupp, das läuft auf den Spitze. Na komm, zack, weg da. Weg mit dem Poké. Poké heißen sie, glaube ich. Na komm. Oh, daneben. Komm zurück, der Bumerang. Tja. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Richtig, Stock. Einer meiner wunderbaren Flachwitze. So, noch ein paar Punkte sammeln. So, na komm. So, 93 ist Rang. Sehr gut. Ein paar Bonus-Zeltpunkte. Und dann kann es weitergehen. Sind zum Glück nur Minispiele, die unsere Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Da können wir gleich weiterfahren. 2500 Meter. So. Gehen wir über das Powerfeld, so kommen wir schneller an. Verplempern wir weniger Zeit. Einmal über den Turbofeld. Ach, jetzt bin ich vorbeigeschleudert. Ja, bei den Turbofeldern hier ist das auch mal okay. Wenn man Luftballon verkackt. Na komm. Rein in den Luftballon. Oh, den verpassen wir. Na komm. Na kommt. Leute. Könnt gleich wieder zurück sein, bis wir da sind. Na kommt. Zeit wird knapp. Wir brauchen die Minispiele. Ah, ja, da ist er weggeflogen. Ach, Leute. Jetzt nicht mal auf dem Minifeld kommen. Also nicht mal auf dem Turbofeld. Na kommt, Leute. Die Zeit wird knapp. Ach, wurde das jetzt hier wieder verkackt oder was? Leute, Kontenance. Und Trotteln umgeben. Na komm, rein da. Da gibt es einen kleinen Zeitbonus. Immerhin. So, jetzt will ich mal ein paar mehr Minispiele hier haben. Oder ein paar Zeitbonusse. Nadel, ja. Okay, wir sind immer noch rechts. Wir halten uns rechts. So. Auf geht's. Na komm. Paddelt. Paddelt, Genossen. So, jetzt mal links lang, also rechts paddeln. Nein, Luigi, rechts paddeln. So, alles klar. Das kenne ich. Pinguine einfangen. Die Pinguinhirten. Das Mama-Pinguin will ihre Kinder wiedersehen. So. Na komm, Knochen trocken, hilf mir. Sehr gut. Leute mal reintreiben. So, noch sind wir 6 S-Rang. 6-Rang. Na komm, Kinder, auf zu eurer Mutti. Ach so, hab gar nicht mehr gesehen, wo ich lang gelaufen bin. Hab mich aus den Augen verloren, bei den ganzen Grünen hier. Na komm, die paar noch. Ich hab das einzelne Küken hier. Na komm, ach, nicht dran vorbei. Böse. Böses Kind. Na komm. Komm du auch mit. Na Kindchen. Na komm. Na. Nicht da. Nix da. Rein da. Okay, das eine Kind ist rein. 13 Sekunden haben wir noch. Vier hinter einem kleinen. Sehr gut. Hast doch noch geschafft. A-Rang. Naja. Es könnte besser. Es ging schon mal besser. Klatschen und weiter geht's. Haben die Kinder ihrer Mutter zurückgegeben. Zurückgebracht. So. Zeit wird langsam ein bisschen knapp. Bei 3500 Metern. So, rechts. Jede Zeit abholen, die nötig ist. Na komm. Wird ganz gebrochen. So, wieder bei 80. Und runter da. Ab zum nächsten Luftballon. Minispiele. Na komm, so schnell sind wir nicht, dass wir ohne Minispieler noch rechtzeitig ans Ziel kommen. So, Leute. Rechts lang. Oh, jetzt habe ich versehentlich ein Foto geschossen. Irgendeinen Knopf gedrückt. Okay, jetzt heben. So, ja, genau so muss das.
das machen wir. Ein paar Cheat-Chips fangen. Die goldenen. Vorrangig die goldenen. So, goldenes. Sehr gut. Und jetzt. Oh, goldenes ertrunken. Na komm. Und ha. Noch ein Foto gemacht. Auf den Fotoknopf. Kann ich die Fotos im Nachhinein hinten anhängen an das Video? Das ist eine kleine Tiershow. Bärend. Naja. Die aus Versehen geknipsten Fotos gibt es dann hier im Nachhinein. Muss ich wirklich machen vor der Endcount. Gibt es dann noch ein kleines Bonus-Klippchen mit aus Versehen gemachten Fotos? Genau dem. Ich komme hier mal auf den Fotoknopf. So. Um die Ecke. Ganz schnell um die Ecke. So. Er schüttelt den Controller die ganze Zeit. Da kannst du mal schütteln ihn mit einer Hand. Mit der rechten. Den linken Joy-Con mit der rechten Hand. Schütteln. Da kann schon mal vorkommen, dass man mal auf die dort gelegene Fototaste kommt. Vielleicht finde ich ja sogar was Gutes für Thumbnail. Vielleicht habe ich aus Versehen ein Foto geschossen, das sich fürs Thumbnail anbietet. Schlusssport. Ansonsten muss man gucken, wie ich mit dem Thumbnail zurechtkomme. Oh, ja. Vielleicht ist das ein schönes Thumbnail. Das passiert mir aber zu häufig jetzt. Minispiel. Festbeleuchtung. Aha. Alle Kerzen anzünden. Verstehe. Wenn die Kerzen anzünden. Das ist eine Aufgabe für Luigi. Luigi's Mansion Style. Da ist er gut aufgehoben. 30 Sekunden haben wir Zeit. So, anzünden. Weiter anzünden. Oha. Luigi wird abgeholt. Von den Geistern. Seiner Mansion. Na komm, ich lasse mich nicht beirren, ich zünde weiterhin an. Lass mich nicht abholen. So. Hier noch ein Kerzchen. Nein, hier ist keins. Da drüben sind welche. Ich sagte, ich lasse mich nicht abholen. So, hier sind noch Kerzen. Haben wir alle? Tatsache. Ich glaube, wir haben alle. Hat aber nur für den B-Rang geschafft. Gereicht. So. Kommt, weiter geht's, Team Grün. So, Zeitbonus und weiter geht's. 60 haben wir nur noch. Naja, wir sind aber auch gleich am Ziel. Hoffentlich. So, wir sind ja schon Ziel gerade. Geht schon stromabwärts. Na komm, jetzt nicht noch von Cheap-Chips treffen lassen. Irgendwas mit 4500 wahrscheinlich. Cheap-Chips. Na komm, rechte Seite ein bisschen paddeln. Linke Seite. Linke Seite, linke Seite, linke Seite. Und jetzt rechte Seite. Da. Rechts, 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 rechts. Sehr gut. Haben wir ein paar Noten. Rechts, links, 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 links. Ah, verpufft. So ein Mist. Das wäre ein Bonus gewesen. Oha. Rein ins platschige Wasser. Ist das schon das Ziel? Nein, ich fürchte noch nicht. 25 Sekunden haben wir noch. Rechts, 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 rechts. Zeitbonus. Links, 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 links. Zeitbonus. Links, 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 links. Ah, rechts meine ich. Und jetzt rechts. Zeitbonus rechts. Leute. Das ist sehr nice. Uah, da ist der Ziel gerade. Na komm, Ziellinie. Na komm, na komm. 11, 10, 9, 8. Sehr gut. Ziel erreicht. Knapp war's. Und wir haben es geschafft. In die rechte Zielgerade haben wir geschafft. Weiter geht's nach links. Dann wird sie nur kurz gefolgt. Dann geht's gleich weiter. Auf bekannten Feldern. Weitestgehend. Bis auf das letzte Feld. Das haben wir noch nicht. Ja, Details. Ballons erwischt. Drei von... Nein, das ist nicht von mir. So gepaddelt 543 Mal.
Boah. Haben wir nachgelassen mit den Ballons. Okay, gibt es ein paar Partypunkte. Können wir wohl irgendwie ausgeben. Jetzt machen wir die nächste Route gleich nebenan. Gleich hinterher. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Können wir zumindest jetzt noch. Können wir jetzt noch diese Strecke machen. Die eine Strecke schaffen wir, glaube ich, noch. Das ist zeitlich noch drin. Da müssen wir gucken, wie wir mit den anderen beiden weitergehen. So, nächstes Minispiel. Ganz entspannt. Noch immer Zeit. Im Hauerlauf schon wieder. Noch die Minispiele. Oha. Ist jetzt besonders knifflig. Jo. Oh, meine Kameras alle sehe ich gerade. Ich hoffe, das reicht noch ein bisschen. Ach, ich steuere den gar nicht. Ja gut. Den steuere ich jetzt. Fahrstier. In den Abgrund. Es kann schon mal kein S-Rang werden. So, hier entlang. Alles klar. Doch im Team. Steuere ich nicht alle. Reich mich beim ersten Durchlauf geübt. Stimmchen. So, wenn steht der Schaft. So, ein Klatschen. Sehr gut. Und ich muss, glaube ich, gleich mal irgendwie pausieren. Geht das hier? Ich fürchte nicht, dass das geht, aber ich muss mal hier die Kamera einstecken. Sonst geht es gleich mitten im Paddel, in der Paddeltour aus. Das wäre ziemlich blöd. Dann würde man hier ein bisschen was verpassen. Na komm, nächstes Minispiel. Da kann ich jetzt mal kurz pausieren, bevor es weitergeht. Türöffner Teamwork, das hatten wir doch gerade eben schon. Naja. So, Kamera zum Laden angesteckt. Auf geht's. Dann wird jetzt weiter gepaddelt nach dem Minispiel. Sehr gut. Passt ja. Ist gerade ziemlich schwitzig heiß. Bei mir im Aufnahmezimmer. Da passt es ja, wenn wir ein bisschen mit dem Wasser rumspritzen. Zumindest im Spiel. Hey, nimm mir, klaut mir hier einfach den Kristall. Das geht ja nicht. Jetzt habe ich nur den Kristall geklaut. Such hier mal durch. Joschinski hält mir die Tür offen. Sehr gut. Such hinein damit. Aran kann man nur geschafft. Naja. Kann man mit zufrieden sein. Und gerade so noch. Aran geschafft. Fertig. Ein Klatschen. Und weiter geht's mit 33 Punkten. GZ. So. 500 Meter. Und da haben wir noch ein bisschen was vor uns. So. Vielleicht schneide ich es auch dann so zusammen. Dass ihr nur die 8 wieder dieselben Spiele. Jetzt zum Beispiel gleich nur ab der ersten Entscheidung, wo wir dann den Weg gehen, wo wir dann uns die erste Abschneidung bedienen. Oh, da wurde ich mitgenommen. Ich wurde verschleppt von den Vampiren. Oh, verdammt. So, Kerzen anzünden. Machen wir weiter. Schon wieder verschleppt. Ach, verdammt. Ich wollte sagen, dann schneide ich das vielleicht. Ja, da konnte ich jetzt gerade nicht mehr viel mithelfen, aber das Team hat es trotzdem geschafft. Hat sogar für den S-Rang gereicht. Na, da sehen wir ja, was passiert, wenn ich nicht mithelfen kann. Ich schneide euch das so vielleicht so zusammen. Ja, das machen wir vielleicht. Dass ihr nur den letzten Pfad seht, dass ihr nicht die ganze Wiederholung angucken müsst. Dann mache ich das so ein bisschen offscreen. Also nicht wirklich offscreen, aber... Also nicht wirklich offscreen, das hatten wir auch schon, das Spiel. Aber so ein bisschen, dass ihr euch auch nicht immer dieselben Minispiele anschauen müsst. Scheint ja wirklich so zu sein. So, und jetzt
bis zur nächsten Weggabelung, bis zur nächsten Entscheidung machen wir noch gemeinsam. Und dann schneide ich das Ganze ein bisschen. Dann wird der Part vielleicht auch ein bisschen kürzer. Dann müsst ihr nicht so einen ewig langen Super-Mega-Part haben. Ich würde die ganze Zeit nur daneben. Mehr werfen, weniger labern. Für den Aaron hat es trotzdem gereicht. Plus 30. Alles klar. Dann mach das ganz entspannt gleich. Ohne kommentieren zu müssen. Aha, müssen tue ich ja sowieso nicht. So, jetzt den rechten Weg. Wir gehen den zweiten Weg von rechts. Ich bemühe mich zumindest, wenn es mir meine Teamkameraden nicht versauen. Dann gehen wir den nächsten Weg. Und da kriege ich vielleicht alle vier Wege heute irgendwie in den Part mit rein. Dass ich euch nur die neuen Wege zeige. So, einklatschen und ab geht's. Den Weg entlang gepaddelt. Kommt schon wieder die Entscheidungsphase, Entscheidungsweg in Sicht. Ja, jetzt müssen wir ganz dringend rechts abbiegen. Dann links. Sind wir hier rechts, da wo die anderen. Nein, Luigi, rechts. Na komm, Leute. Da rein. Puh. Okay, jetzt müssen wir zu dem Ziel, nämlich das ist jetzt die Schlussgerade. Einklatschen und rein geht's in den letzten Pfad zum nächsten Ziel. So, Cheep Schwärme. Aua. Cheep und schwer. Machen wir das nochmal. Das war ein sehr schweres Ende. Und wir haben noch wenig Zeit. Zeit wird knapp. Wir haben zu wenig Minispiele gespielt. Ja, das wird uns zum Verhängnis. Wenn man keine Minispiele spielt, schafft man das nicht. Ja, nicht den Cheep-Chips geraten. Wenn wir schon zu wenig Zeit haben. Ja, Minispiel. Das brauchen wir dringend. Um überhaupt noch ans Ziel zu gelangen. Ach ja. Gelungen. Ja, ans Spiel zu gelangen. Das Ziel. Reden finden wir heute auch besonders schwer. So, jetzt mal durch diesen Tümpelfahrt. Ich hoffe, das bringt was. Und wir sinken da nicht zu tief ein. So, raus da. Und hier lang. Da müssen wir wohl zwangsläufig lang. Piranha. Und da schon das Ziel, S-Rang geschafft. Ja, sehr gut. Zum Glück habt ihr nicht die Minispiele gesehen, die zwischendurch auf Screen passiert sind. Ich sag's mal so, das waren nicht die besten. Da habe ich schon mal auf den B-Rang geschafft. So, 58 haben wir noch, Zeitbonus. 65, die Zeit immer gebraucht. Na komm, Leute. Das verkackt's nicht. Cheep-Cheeps! Ach, Kacke, mussten wir natürlich rein. Da mussten wir drauf prallen. Das musste ja passieren. So. Die Biester will ich hintreiben. Dieselben Minispiele immer und immer wieder. Ja. Fällt nichts Neues ein in dem Spiel. So, rein mit euch da. Ich will den S-Rank haben. Wird wahrscheinlich nichts, aber ja, ich finde den einzelnen. Na komm, kleiner. Ja, die wollen im Kreis rennen. Die kommen's. Na komm, rein da. Hey, kleiner. Da kann ich wohl nichts machen. Ich wollte es in die andere Richtung schieben. Warte, ich wollte gerade sagen, ich kann mich da vorstellen. Für den A-Rang hat es gereicht. Naja. Pinguine. Na voilà. So, Zeitbonus und weiter geht's. 86, das dürfte reichen, um ins Ziel zu kommen. Und dann kommt Leute. Geradeaus. Sieh das Ziel schon. Das ist schon direkt vor uns. Ach du Schande. Da wurden wir aber hochgesteigert von den fetten Dingern. Schalke ist sonst nicht. Dann Cheep-Cheeps. Ich hab mal kurz mal den Namen vergewechselt. Vergessen. Nach links, Leute. Ach du Schande. Das ist katastrophal.
Na kommt's, Leute. So viel kann doch jetzt hier nicht mehr passieren. Leute. Das haben wir aber gerade so verpasst. Und mit 46 Sekunden ins Ziel. Ziel erreicht. So, da waren es nur zwei. Da können wir, glaube ich, den linken Pfad nehmen. Einmal hier. Jetzt als erst nach links, dann nochmal nach links, dann nach rechts, dann wieder nach links. Da haben wir weitestgehend neue Wege. Kann ich euch das durch? Dann mache ich einmal nach links auf Screen und zeige es euch dann ab dem zweiten Mal links. So der Plan. Können wir das Ganze ein bisschen abkürzen. Muss man die Pfade, die wir schon gesehen haben, nicht nochmal im Let's Play bringen. So, von der Zeit wird es knapp. Dann würde ich mal sagen, auch wenn der Part hier ein bisschen kürzer geworden ist, ich weiß es nicht, ich habe die Uhr nicht im Auge, könnte auch schon ein bisschen länger sein. Ich gehe zurück zum Partyplaza, ich muss das jetzt hier mal beenden. Zeitlich geht es bei mir jetzt nicht mehr. Machen wir im nächsten Part weiter. Im nächsten Part noch einmal die zwei anderen Routen. Und dann haben wir auch diesen Stern geschafft. Man kann es sich nur noch um wenige Parts handeln, bis wir auch den letzten Stern, den letzten Juwel, meine ich, bekommen haben. Vielleicht noch ein paar Minispiele schaffen. Zwei Flaggen brauchen wir noch. Okay. Ja, so viel dazu. Das erstmal für den heutigen Part. Ich glaube, ich nach oben soll euch dieser heutige Part Super Mario Party mit den Zwängen fast gefallen haben. Da war es wirklich nochmal an mich zum Schluss. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich im nächsten Part. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Ja, möchte ich. Ciao.